Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Vlog. Und zwar direkt aus meiner Auszeit. Die erste Woche meiner Auszeit ist jetzt fast rum. Und ich bin ehrlich, so viel von den Dingen, die ich mir so vorgenommen hatte für meine Auszeit, sind nicht geworden. Eigentlich gar nichts davon. Aber das lag auch daran, dass ich mich einfach diese Woche um meine Gesundheit gekümmert habe. Zum einen, ich hatte zwei Arzttermine, unter anderem Frauenarzttermin, was sehr wichtig ist, vergesst das nicht. Und war zur Krebsvorsorge. Und dann, und das mache ich heute, habe ich einen Beratungstermin. Also es gibt ja so viele, zum Glück so viele Angebote vor Ort, aber auch, ich habe das auch schon am Telefon gemacht, von Stellen, die euch unterstützen können in jeglichen Lebenslagen. Und ich war dort das letzte Mal vor 2 Jahren, vielleicht auch sogar schon vor 3 Jahren und dachte, es ist mal wieder Zeit. Deswegen gehe ich da heute dorthin. Genau. Und dann, ab nächster Woche geht es so richtig los und dann gibt es auch für euch einiges mehr zu sehen. Weil ich habe mir so ein paar Sachen bestellt von Dingen, die ich unbedingt machen möchte, ausprobieren möchte. Und ich merke aber jetzt schon, ich habe angefangen, Morning Pages zu machen. Das heißt, man setzt sich morgens hin und schreibt 3 Seiten. Ne, das ist das Ziel, man schreibt einfach 3 Seiten mit egal was, was einem gerade so durch den Kopf geht. Und da habe ich heute auch aufgeschrieben, dass ich merke, dass ich keinerlei Druck für 2024 habe. Ich habe keinen Plan und das ist okay. Der Plan wird sich finden. Sonst hatte ich immer einen Plan, einen Businessplan zumindest. Ich habe keinen oder ich will keinen machen. Ich will einfach mal gucken, wohin mich das führt, was ich da gerade so im Kopf habe. Und es fühlt sich gar nicht so schlecht an. Und morgen, und dazu werde ich auch bestimmt noch mal was machen, morgen starten die Sperrnächte. Und die habe ich noch nie gemacht. Die bin ich noch nie begangen. Ich habe immer die Rauhnächte gemacht. Rauhnächte mache ich jetzt, glaube ich, im 6. Jahr. Und habe aber vorher noch nie was von den Sperrnächten gehört. Das sind sozusagen die 12 Nächte vor den Rauhnächten. Und es ist super spannend und auch wichtig, finde ich, das zu machen. Ihr habt jetzt natürlich nichts mehr davon, wenn ihr den Vlog jetzt seht, weil die Sperrnächte dann schon durch sind. Aber ich werde so ein bisschen was auf jeden Fall darüber erzählen. Und vielleicht nehmt ihr es als Impuls fürs nächste Jahr. Und vielleicht habt ihr auch Bock darauf, dass ich das im nächsten Jahr, wenn es dann soweit ist, einfach nochmal bespreche mit euch und nochmal erkläre. Genau, ansonsten fühlt sich's ganz gut an. Ich mache wesentlich mehr Content, als ich gedacht hätte, auf Instagram, woanders ja gerade gar nicht, aber auf Instagram, aber weil es Spaß macht. Und dann finde ich das okay. Und wir gucken mal, wie sich einfach die nächsten Tage und Wochen so gestalten. Und wir sehen uns hier immer mal wieder in Schnipseln. Und ich denke, dieses Video wird dann irgendwie zwischen Weihnachten und Neujahr nochmal rauskommen, denke ich. So, wir müssen einen kleinen Recap der letzten Tage machen. Ich muss euch auf den heutigen Tag holen. Am Freitag letzte Woche haben die Sperrnächte begonnen. Das sind die 12 dunkelsten Tage des Jahres, bevor dann die Wintersonnenwende ist und das Licht sozusagen zurückkehrt. Und in diesem Jahr begehe ich diese Sperrnächte zum allerersten Mal. Und da geht es darum, das alte Jahr zu reflektieren, nochmal ganz, ganz viel loszulassen und zu heilen. Darüber haben wir auch ganz ausführlich in dem Video gesprochen. Spiritualität im Mama-Alltag. Also guckt euch das gerne an, falls euch das Thema interessiert. Das habe ich sozusagen dann Freitag jeden Tag gemacht. Also was ich in jeder Sperrnacht mache, ist, ich meditiere. Ich mache so ein paar Journal-Übungen. Ich mache nicht an jedem Tag, aber an den meisten Tagen so ein kleines Feuerritual. Heißt, ich schreibe auf einen Zettel alles, was ich loslassen möchte und verbrenne das dann. Und ich räuche ein bisschen. Genau. Und gestern, also ich hatte mir, bevor ich in diese Auszeit gegangen bin, so eine kleine Liste geschrieben von Dingen, die ich gerne tun möchte. Inspiration. Und ich hatte online gesehen, dass in einem, es ist eigentlich eine Bar, aber du kannst halt auch morgens hingehen, in einem benachbarten Ort, es so geile heiße Schokoladen gibt. Also was gab es alles? Es gab Salted Caramel, heiße Schokolade, Minze und Gingerbread.
Und da bin ich gestern mit einer Freundin hingefahren zum Frühstücken und habe mich dann für die Salted Caramel entschieden. Bin ja kein Kaffeetrinker, ne? War so lecker und ich hätte auch gerne noch die zwei anderen probiert. Vielleicht schaffe ich das noch, weil die leider zum Jahresende schließen müssen. Und hatte dazu einen super leckeren Bagel und dann sind wir noch ein bisschen einkaufen gegangen. Und ich habe nochmal zwei Weihnachtsgeschenke für mich gekauft, weil ich mir ja, ich bin jetzt, das ist so krass, ich bin jetzt im sechsten, also das sechste Weihnachten alleine mit den Kindern. Das heißt, ich habe mehr Weihnachten alleinerziehend verbracht. Und seit ich mit den Kindern alleine bin, schenke ich mir immer selber was zu Weihnachten. Einfach weil ich auch gerne was habe und weil das nicht so komisch aussieht, dass der Weihnachtsmann nur was für die Kinder bringt. Und da habe ich mir noch zwei Sachen gestern besorgt. Und heute, jetzt gerade, wartet, ich muss es ablesen, habe ich was ganz Neues gemacht. Was auch so nicht auf meiner Liste stand, was ich vorhin gefunden habe und sofort gemacht habe. Und zwar auch so ein bisschen im Rahmen der Sperrnächte habe ich eine Inner Dance Sound Healing Loslass Session gemacht. Und ich, wie gesagt, ich habe das zum allerersten Mal gemacht und ich möchte euch kurz vorlesen, was das ist und so weiter. Inner Dance ist eine liegende Trance-Meditation und Energieheilung, bei der das Gehirn durch Musik in verschiedene Gehirnwellenzustände versetzt wird, die dich durch ihre Abstimmung aufeinander in tiefere Bewusstseinszustände führen können. Du erlebst dadurch bei klarem Bewusstsein eine komplette Traum- und Tiefschlafphase. Das habe ich gemerkt, dass ich so das Gefühl habe, dass ich eingeschlafen bin. Dadurch kannst du tiefgreifende Einsichten erlangen. Ich merke gerade, dass ich das Licht der Kamera nicht anhabe. Egal. Inner Dance ist basierend auf Musikpsychologie und wir arbeiten hier mit Musik und heilenden Frequenzen. Beim Meditieren müssen wir oft zuerst unseren Verstand überkommen oder die Bedürfnisse unseres Körpers. Beim Inner Dance helfen uns die verschiedenen Frequenzen und das einfach hinlegen und nichts tun dabei, schneller in einen tiefen Trancezustand zu gelangen. Übrigens, dieses Wort Dance ist so ein bisschen irreführend. Du musst nicht tanzen, du liegst wirklich nur. Du kannst dabei besondere Einblicke in deine innere Welt erhalten, deine wahren Essenz spüren und tiefe Transformation kann geschehen. Die Erfahrungen, die Teilnehmer beim immer. Die Erfahrungen, die Teilnehmer beim Inner Dance machen, sind vollkommen unterschiedlich und können reinigend, entspannend oder übernatürlich sein. Limitierende Gefühls- und Verhaltensmuster können aufgedeckt und geheilt werden. Dabei können auch körperliche Erfahrungen gemacht werden, bei denen sich dein Körper durch die Energie beginnt zu bewegen. Festsitzende Emotionen und energetische Blockaden können gelöst werden. Und das habe ich jetzt eine Stunde 13 Minuten gemacht. Das heißt, ich habe gerade einfach nur eine Stunde 13 Minuten gelegen und mir das angehört. Ich bin ehrlich, sonst würde ich mir so viel Zeit, glaube ich, auch nicht nehmen. Aber dafür ist ja genau gerade diese Zeit da. Und deswegen habe ich das heute gemacht. Ich probiere heute etwas ganz, ganz Neues aus. Das stand auch auf meiner Liste von den Dingen, die ich gerne machen möchte in dieser Zeit. Und ich hatte das gelesen. Ich habe das einmal ganz, ganz kurz in einer Instagram-Story gelesen. Nur die Bezeichnung dazu. Dann hat mich das sofort irgendwie angesprochen. Ich habe das gegoogelt, beziehungsweise mir ein YouTube-Video angeguckt. Hat es mich noch mehr angesprochen. Habe ich mir alles bestellt, was ich brauche. Und jetzt mache ich das. Und zwar mache ich Yoni Steaming. Man könnte sagen, Sauna für die Yoni, für die Vulva, ein Dampfbad. Ich mache das zum allerersten Mal. Ich bin sehr gespannt, wie das gleich wird und werde euch dann natürlich noch ein bisschen was dazu erzählen. Also Yoni Steaming. Im Grunde ist es wirklich nur diese Kräutermischung, die ihr gerade gesehen habt, in den Topf ziehen lassen, diesen Topf in die Toilette stellen. Es gibt tatsächlich auch richtige Yoni Steaming Sauna Dinger, die sind glaube ich über 100 Euro. Und dann setzt man sich da drauf. 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten. Ich werde das machen und auch mit einer Yoni Steaming Meditation.
krönen. Ich verlinke euch alles mal unten in der Infobox. Das Erklärvideo zu Yoni Steaming, die Kräutermischung, die ich genutzt habe und auch die Meditation. Im Grunde geht es darum, ja, auch diesem Bereich des Körpers was Gutes zu tun. Und hat natürlich viele positive Effekte bei Regelschmerzen. Zum Beispiel, wenn ihr traumatische Erfahrungen gemacht habt. Wenn Trockenheit ist auch so ein Thema, habe ich gelesen. Ist aber einfach auch so was Entspannendes, Wohltuendes. Und ich will es einfach mal ausprobieren. Nebenbei läuft der Thermomix, aber ich glaube, der ist leise genug, sodass ihr mich gut verstehen könnt. Also es ist ja wirklich so, wir benutzen Dampfbäder für unseren ganzen Körper oder gegen unreine Haut, wenn wir erkältet sind. Warum dann nicht auch für diesen Bereich des Körpers? Es ist ja eigentlich total logisch, auch da Kräuterdampfbäder zu nutzen. Und es gibt wirklich, wenn man das jetzt wöchentlich machen wollte, für jede Zyklusphase andere Kräuter, die da gut tun. Ich mache das jetzt einmal im Monat. Die Packung, die ich habe, reicht für 4 Anwendungen. Und ich fand es wirklich sehr, 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 sehr angenehm. Und in Verbindung mit dieser Meditation fand ich das sehr schön. Und empfohlen wird halt dann, wie auch bei normalen Saunas, dann zu liegen, sich auszuruhen, viel zu trinken. Und das habe ich gemacht. Ich habe vor, ich glaube, 2 oder 3 Tagen eine unglaublich schöne Meditation gemacht. Also ich meditiere ja täglich. Das ist jetzt nichts Neues in diesem Vlog, in meiner freien Zeit. Aber ich möchte diese Meditation so besonders hervorheben. Was ich nämlich auch in dieser Zeit einfach gemacht habe, wofür ich meine Zeit genutzt habe, ist, ich habe Masterclasses mitgemacht. Ich habe mir intensiver mal wieder Inhalte von anderen angesehen, habe Inhalte auch für mich angewendet und habe dabei eben auch von Julia, und ihr habt sie sogar hier schon mal vor ein paar Jahren auf dem Kanal gesehen, eine unglaublich schöne Meditation gefunden. Ich verlinke euch das auch mit allem anderen unten in der Infobox. Und das hat mich so gerührt und so zum Weinen gebracht, weil in der Meditation hat man sich mit seiner weiblichen Kraft verbunden und kam dann in eine Gemeinschaft mit anderen Frauen, und das finde ich so schön und so heilsam. Und deswegen möchte ich euch explizit gerne nochmal diese Meditation, die ihr euch kostenlos runterladen könnt, von Julia empfehlen, die ich euch auch unten in die Infobox verlinke. Wer eh so ein bisschen mit unter den Meditierenden ist und da eine neue Inspiration sucht und da was Neues sucht, die ist wahnsinnig toll. Also auch damit habe ich so meine Zeit verbracht, da halt auch mal wieder Inhalte einfach so für mich zu konsumieren und anzuwenden und da wieder ein Stückchen zu heilen und da wieder ein Stückchen zu wachsen. Also auch das war ganz wundervoll für mich. Ich habe eigentlich den Plan gehabt, mir unglaublich viele tolle Weihnachtsfilme anzugucken. Ich habe in der Zahl 3 geguckt. Also einen, so einen ganz schlechten Kitsch-Weihnachtsfilm, wie es ja tausende davon gibt. Die habe ich aber dieses Jahr überhaupt gar nicht gefühlt. Letztes Jahr habe ich unglaublich viele davon geguckt. Dann haben wir den Grinch-Trickfilm geguckt und gestern so einen Marvel-Christmas-Special-Film. Und das war es auch schon. Und jetzt habe ich mir gerade eingebildet, einen Weihnachtsfilm auf Netflix gucken zu wollen. Und sehe gerade, dass ich den letztes Jahr schon geguckt habe. Und Weihnachtsfilme kann ich schlecht tatsächlich 2-mal gucken. Da müssen die schon echt gut sein. Das heißt aber, ich möchte jetzt gerne einen Film gucken. Es muss ja jetzt nicht unbedingt ein Weihnachtsfilm sein. Aber ich habe mir die ganzen Wochen vorgenommen, mal tagsüber auf der Couch zu sitzen und einen Film zu schauen. Und nichts anderes nebenbei zu machen. Nicht irgendwie Geschenke einzupacken oder irgendwas. Deswegen begebe ich mich jetzt auf die Suche nach einem schönen Weihnachtsfilm. Und wollte das aber hiermit erwähnt haben, dass ich schon auch versucht habe, mir Zeit mal für einen Film zu nehmen. Ja. Ich fühle diese ganzen Weihnachtsfilme dieses Jahr nicht. Und es ist nichts Neues, Gutes rausgekommen in diesem Jahr. Sonst gab es immer einen guten, irgendeinen tollen Film, so wie Holy Date oder sowas. Jetzt habe ich gerade so eine Serie angefangen, nennt sich Yo Christmas. Die Story kennen wir alle. Sie ist ewig Single, ihre Familie drängt sie, einen Partner zu finden. Sie erzählt, sie hat einen Freund und sie bringt den Weihnachten mit und muss jetzt irgendwie einen Freund finden. Aber es ist extrem fremdschämend und man kennt diese Geschichte schon. Gibt's doch so schon. So,
Für mich gehört immer so zu Self-Care, auch wenn das oberflächlich ist, auch so dazu, in die Badewanne gehen, sich eincremen, Gesichtsmaske machen, größer gedacht ist, zur Maniküre, Pediküre gehen, zur Massage gehen, zur Kosmetikerin gehen und solche Sachen. Und ich hatte mal, und diese Übung kann ich euch tatsächlich sehr ans Herz legen, mal aufzuschreiben, die Version von euch, die ihr gerne werden würdet oder die ihr lieber wärt, mal aufzuschreiben, wie die ist, was die macht, wie die spricht, wie sie denkt, wie sie aber auch aussieht. Und dann zu schauen, was davon kann ich heute schon machen. Und ich habe das mit einer Freundin gemacht, mit der erfolgreichen Version von uns. Also im Business-Kontext. Ist aber egal, könnt ihr auch so für euch privat anwenden. Und meine Erfolgsversion von mir hat zum Beispiel immer gemachte Nägel. Warum auch immer, aber es ist so in meinem Kopf drin. Und ich gehe jetzt aber nicht alle 4 Wochen zur Maniküre. Und deswegen, und die benutze ich ja schon sehr, sehr lange, benutze ich ja solche Nagelfolien, weil die eine gute Woche halten und das ist viel, viel weniger Aufwand und Arbeit als mit dem Lackieren. Und ich suche mir jetzt gerade meine Weihnachtsfarbe aus. Ich war irgendwie so bei dem Dunkelgrün, glaube ich eigentlich. Ich hätte aber auch so ein schönes Rot. Na, das Pink und so, das kommt alles nicht so in Frage. Das Helle da auch nicht. Das ist mir hier zu dunkel, das Rot. Was habe ich denn hier dahinter noch? Also Blau kommt nicht in Frage für Weihnachten. Ist eine sehr coole Farbe. Das hier, das ist mir zu dunkel und so. Das habe ich dann, aha, ich habe dann nochmal so ein dunkles. Türkis auch sowieso nicht und Rosa fühle ich gerade auch nicht. Also Grün oder Rot? Was machen wir? Grün oder Rot? Ich glaube, ich fühle das Grüne gerade mehr. Und vielleicht dann das Rot zum Jahreswechsel, statt der roten Unterwäsche. Ich benutze immer die von Color Flash, jetzt schon seit sehr vielen Jahren. Und ich bin sehr, sehr, sehr zufrieden damit. Es gibt aber natürlich auch ganz viele andere Anbieter. Aber für mich ist das zum Beispiel so eine coole Sache. Und für euch mal so im Hinterkopf zu behalten, diese Übung, die Version von euch, diese Mama-Version vielleicht von euch, die ihr gerne lieber wärt, die zum Beispiel geduldiger ist, mehr auf ihre Bedürfnisse achtet, mehr Zeit für sich hat. Was macht die dann ganz konkret? Wie denkt die auch über sich und über Auszeiten? Und was davon könnt ihr heute schon in kleinen Teilen genauso tun oder dahin kommen? Welche kleinen Schritte kannst du gehen, um zu dieser Version zu werden? Ich wollte euch gerne noch was zeigen, weil ich heute endlich damit anfange. Das ist hier so ein Malen nach Zahlenbild. Das ist kein Original Malen nach Zahlen. Ist halt von dieser Firma und das ist dann das Bild, was bei rauskommt. Ich habe ja mein Wohnzimmer in Senfgelb und Dunkelblau. Da passt das dann wunderschön hin und ich hatte so verschiedene Kriterien da dran. Zum einen wollte ich, also das ist meine Hand, zum einen wollte ich, dass es nicht allzu groß ist. Ich hätte es gern sogar noch kleiner genommen. Hier so die Größe oder so hätte mir schon gereicht. Da habe ich für Erwachsene aber nichts weiter gefunden. Das waren dann eher für Kinder Sachen. Und mir war wichtig, dass das auf einer Leinwand drauf ist. Weil es gibt auch Dinge, da hast du nur so ein, das sah eher aus wie so ein Stückchen Stoff oder halt nur so irgendwie ganz dünn irgendwas. Und ich wollte aber, dass das stabil ist und dass ich das dann auch gut mal zur Seite räumen kann und so weiter und so fort. Und deswegen habe ich mich dann schlussendlich für das hier entschieden. Und für Ehrlichkeit und Transparenz, das liegt auch schon seit 2 Wochen hier. Seit 2 Wochen versuche ich, damit anzufangen. Und heute ist es endlich soweit. Was ich eher ein bisschen schwierig vielleicht finde, ich muss hier auch so ein bisschen um die Ecken malen. Aber mal gucken. Ich habe das letzte Mal als Kind gemacht und will das aber seit Jahren schon immer mal wieder ausprobieren. Und ich hatte auch vor, ich weiß nicht, ob Svea da schon geboren war, wahrscheinlich nicht. Also vor 8 Jahren habe ich auch mal eins geschenkt bekommen, aber so ein riesengroßes. Das war bestimmt locker A0, vielleicht sogar noch größer. Und damit habe ich nicht mal erst angefangen. Naja, schauen wir mal, wie lange das hier. Ich dachte, ist ein sehr frühlingshaftes Motiv. Bis Frühling schaffe ich das.
Das ist realistisch. Wenn ihr Interesse habt, wenn euch das gefällt, ich verlinke das einfach auch mal unten in der Infobox mit. Und damit beende ich auch diesen Vlog, der sehr zerschnippelt war, aber ich hoffe, ihr konntet mir ein bisschen folgen und ein bisschen was mitnehmen aus meiner freien Zeit. Und ihr müsst gar nicht allzu lang auf das nächste Video warten, weil ich werde die Weihnachtstage mitfilmen. Ich dachte, das ist auch mal eine schöne Vlog-Idee, zu zeigen, Weihnachten als alleinerziehend. Bitteschön, sieht so aus. Das heißt, euch erwartet in 4 Tagen bereits der nächste Vlog, wenn alles gut geht. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal wunderschöne Weihnachtstage mit möglichst wenig Stress, viel Besinnlichkeit, Entspannung und Freude. Und wenn euch der Vlog gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen hoch. Kommentiert sehr gerne das Video, das hilft mir sehr mit dem Algorithmus. Schickt den Vlog gerne an jemanden, dem das auch gefallen könnte, sich sowas anzugucken. Und dann sehen wir uns ganz bald wieder beim nächsten Mal. Bis dahin, tschüss!